Die Immobilienpreise in den Portalen sind 50% überbewertet. Kein Mensch weiß warum. Kein Verkäufer weiß, was er für sein Haus noch wirklich bekommen kann. Und schuld sind Immobilien-Scout und Co. Ich kann das live belegen an einem Beispiel von einem Haus, was ich letzte Woche Dienstag gekauft habe. Wenn du mehr wissen willst, schau in dieses Video und unbedingt bis zum Ende. Viel Spaß dabei. Ja, wie im Intro gerade angekündigt, Märchenpreise in den Immobilienportalen. Ganz egal, ob Homeday, Preisatlas, Immobilien-Scout, Kapital, Immobilienkompass, alle liegen 50% oder mehr daneben, was ich wirklich erschreckend finde, weil wie soll ein Verkäufer denn dann noch den richtigen Preis für seine Immobilie finden, ohne sich vernünftig beraten zu lassen? Also, worum geht's? Ich habe das schon mal vor mehreren Wochen und Monaten hier auf dem Kanal geteilt. Die Preise, die ihr aktuell in den Portalen seht, sind vollkommen überzogen und haben nichts mit der Realität zu tun. Das heißt, alle Leute, die mal ein Eigenheim oder ein Haus gekauft haben, rechnen sich da schön und sagen, das war das beste Investment meines Lebens, weil schau mal hier, die Preise auf Immobilien-Scout stehen bei 4.000, 5.000 den Quadratmeter und ich habe nur für 2.000 gekauft. Deswegen ist mein Haus jetzt doppelt so viel wert und ich bin reich. Das stimmt aber nicht, weil wenn du dein Haus mal reinstellst und dann siehst, A, wer kommt überhaupt zur Besichtigung, wer ist wirklich diesen Marktpreis bereit zu zahlen, ist das eine, wer kommt schon mal, B, wer bekommt dann überhaupt noch eine Finanzierungsbestätigung, da ist man schon nur noch bei 10% von den 100, die interessiert sind. Und dann, wer dann auch wirklich kauft zu diesem Preis, das ist eine ganz andere Frage. Und das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, was ich hier habe, weil ich kann euch endlich mal live berichten. Ich war letzte Woche Dienstag beim Notar in Osnabrück und habe dort mein 10. Mehrfamilienhaus gekauft. Das heißt, auch zu aktuellen Zeiten kaufe ich natürlich Immobilien ein. Und ich habe zu einem ganz anderen Preis gekauft als der, der aktuell am Markt angegeben ist. Ob das jetzt ein fairer Preis ist, ob das jetzt ein geringer Preis ist, ich denke, das ist ein Preis, der die aktuelle Marktsituation mit den Zinsen widerspiegelt. Da werde ich euch auch nochmal sagen, was ich für eine Finanzierung abgeschlossen habe. Aber erstmal gebe ich euch ein paar Facts zum Haus, damit ihr sehen könnt, was habe ich da überhaupt gekauft und wie spiegelt sich das in diesen Marktpreisen wider. Also, ein Mehrfamilienhaus mit 5 Einheiten in der Innenstadt von Osnabrück. Ich würde sagen, fußläufig 5 bis 10 Minuten zur Innenstadt, je nachdem, wo man gerne hin möchte. Fußgängerzone und so weiter und so fort. Und auch zum Bahnhof ist es eher 10 Minuten zu Fuß und man ist wirklich zentral mittendrin in Osnabrück. Ja, 5 Einheiten, ein kleines Gewerbe dabei. Da kann man natürlich schon wieder sagen, ja, Gewerbe ist in der Regel ja ein bisschen weniger wert. Ich denke aber, in der guten Lage lässt sich das Gewerbe, weil es nur 42 Quadratmeter hat, genauso gut vermieten wie eine Wohnung. Das Dachgeschoss wurde schon mal komplett neu gemacht. Also erstmal zum eigentlichen Punkt, das Haus ist aus 1900. Da würden viele natürlich sagen, so ein altes Haus kaufe ich sowieso nicht. Da sage ich aber immer, umso besser die Lage, umso eher gibt es auch alte Häuser. Ich habe in Zürich beispielsweise aus dem Haus aus 1700 gewohnt. Das war aber 100% gepflegt und selbst da hat man für eine kleine 50 Quadratmeter Wohnung schon über 3000 Franken im Monat gezahlt. Das heißt also 60 Franken den Quadratmeter. Das ist also 6-mal so teuer für das, was man jetzt hier in Osnabrück veranschlagt. Ich gehe nämlich rein mit 10 Euro Kaltmiete den Monat und daraufhin seht ihr nachher das, was hier das Entwicklungspotenzial des Hauses ist. Das Dachgeschoss wurde in diesem Haus nachträglich neu ausgebaut in 2000, also über 20 Jahre her, aber in Eigentümerstandard. Das heißt, das Dach ist gleich mit neu gekommen, eine Menge Fenster rein, es ist wirklich schick gemacht worden für jemanden, der in dem Haus aufgewachsen ist, der da hinterher drin gewohnt hat und der hat das für sich selber gemacht und nicht als Mieter. Das ist natürlich immer ein ganz entscheidender Unterschied, weil so muss man wirklich sagen, ist das dort hochwertig gemacht worden. Und zusätzlich zum Haus gibt es eine Garage, es ist ein Eigentumsgrundstück. Aktuell sind einzelne Gasthermen verbaut. Da kann ich nochmal ein gesondertes Video zu machen. Sind jetzt aktuell einzelne Gasthermen besser oder eine Zentralheizung? Da muss mit Sicherheit irgendwann was passieren, aber noch nicht jetzt und wahrscheinlich nicht mal bis 2035. Denn das Haus hat jetzt schon einen Energiestandard von E. Das heißt also, E ist aktuell noch absolut raus aus all dem, was dort gesagt wird. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Haus aus 1900 mit E habe, ist das wahrscheinlich gar nicht so viel schlechter, als wenn ich ein Haus aus 1980 habe, was aber mit günstigem Material zusammengebaut wird, wo ich dann ein F oder ein H
H-Standard habe. Das heißt also, E sehe ich hier aktuell noch gar kein Problem, sondern langfristig kann man sich dann Gedanken über Dämmung und Zentralheizung machen. Aber das will ich nicht die ersten 3 Jahre angehen, aufgrund der 15%-Grenze. Ja, Gasthermen sind drin, die eine neuer, die andere älter, das ist bunt gemischt. Und 2 Wohnungen sind aktuell leer. Das heißt, der Eigentümer zieht aus der Dachgeschosswohnung, die kann ich neu vermieten. Und ein weiterer Mieter ist während des Kaufprozesses, hat er seine Kündigung eingereicht, sodass ich dort zum 1. Januar ebenfalls neu vermieten kann. Und das Gewerbe ist gerade Ende Oktober ausgezogen. Das heißt also auch, das Gewerbe steht leer. So habe ich einen Vorteil auf meiner Seite, wo der Eigentümer sagt, das ist ja jetzt negativ, da muss man sich ja um neue Mieter kümmern. Sage ich, nö, das ist super für mich, da kann ich mich um neue Mieter kümmern, aber auch einen aktuellen Marktpreis annehmen. Und den habe ich vorhin schon mal gesagt, der liegt circa bei 10 Euro den Quadratmeter kalt in guter Lage von Osnabrück. Es gibt auch Wohnungen, die ich für 11 oder 12 Euro vermieten kann. Hier würde ich jetzt aber einfach mal von 10 Euro ausgehen. Kommt ein bisschen auf der Grund der Größe der Immobilie drauf an, beziehungsweise Größe der einzelnen Wohnungen. Und fürs Gewerbe muss ich auch nochmal schauen, ob ich da mit 10 oder 11 Euro reingehe. Ich glaube, es kommt dann insgesamt auf den gesamten Vertrag drauf an. Ist es ein Vertrag mit 1, 3, 5 oder 10 Jahren Laufzeit? Das muss ich dann auf jeden Fall mit dem Interessenten verhandeln. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was für ein Quadratmeterpreis ist denn jetzt eigentlich angemessen? Wenn ich reingehe in die Portale, sehe ich für das Haus angeboten beim günstigsten, da muss ich wirklich sagen, das war Homeday Preisatlas, die sagen, der Quadratmeterpreis liegt bei 2.950 Euro. Da sage ich, okay, mit 10 Euro den Quadratmeter, sieht das aber mal verdammt mau aus, da komme ich gerade mal auf 4% Rendite. Und ich habe vorhin gesagt, die Finanzierung ist 100%, die ich bekommen habe, aufgrund der guten Bonität, 10 Jahre fix für 4,1% Zinsen. Da habe ich schon von anderen gehört, die aktuell 4,5% Zinsen zahlen. Ich bin mit den 4,1% sehr gut zufrieden. Vielen Dank da an meine Bank. Falls ihr eine Empfehlung haben wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare oder eine Nachricht. Ich kann euch gerne die Bank weiterempfehlen. Und weiter geht's mit Immobilien Scout. Preisatlas von Immobilien Scout steht bei 3.011 und die sagen wirklich, mittlerer Wert, obwohl der mittlere bis 5.000 raufgeht und runter auf 2.750 den Quadratmeter. Die sagen mittlerer Wert 3.011 Euro den Quadratmeter und dann kommt noch on top Kapital Immobilienkompass, ist nicht so genau, da würde das Haus noch mit zum Schülerberg zählen, eine kleine Ecke und ob Schülerberg jetzt eine super gute Gegend ist oder eine mittelklassige, ich würde sagen eine mittelgute bis gute Lage, die wird dort mit 3.450 Euro den Quadratmeter angegeben. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, für was für einen Preis habe ich eigentlich gekauft? Und ich habe das Haus zu einem Preis von 1.450 Euro den Quadratmeter gekauft. Ich finde, das ist ein fairer Preis. Ich habe auch schon in Osnabrück für 1.400 Euro den Quadratmeter gekauft, als der Zins noch bei 1,21% war und habe mir das 15 Jahre festschreiben lassen. Das ist dann in einem anderen Stadtteil gewesen, nicht ganz so zentral, aber trotzdem muss ich sagen, für den aktuellen Zeitraum ein fairer Preis. Und dementsprechend muss ich sagen, Homeday Preisatlas 2.950 versus 1.450. ist also 50,8% günstiger, was ich eingekauft habe, als was hier im Portal steht. Immobilien Scout Preisatlas 1.450 zu 3.011 ist 51,8% günstiger als das, was ich hier eingekauft habe. Also absolut total verrückt. Wenn ihr euch die Preise anschaut, das ist jeweils mehr als das Doppelte, was in diesen Portalen steht. Kapital Immobilien Kompass schießt den Vogel ab, 58% zu hoch. Ja, da muss man sich doch wirklich fragen, auf welcher Basis machen die ihre Daten? Wollen die auch mal aktuelle Daten nehmen? Haben die gar keine aktuellen Daten, weil gar nichts verkauft wird? Oder wie machen die ihre Kalkulation? Oder machen die extra besonders hoch, damit dann ein Makler dort den Auftrag bekommt und sagt, hey, fangen wir mal hoch an, ich kann dir das Haus für 1 Million verkaufen, hinterher geht es vielleicht für 500 weg, aber wir fangen mal hoch an, dann haben wir erstmal den Auftrag. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum die Sachen hier nicht aktualisiert werden. Wir haben mit Sicherheit seit knapp 2 Jahren, beziehungsweise 1 Jahr von mir aus und 10 Monate, fallende Preise, weil sich das durch die Zinsen definitiv auswirkt. Und durch die gestiegenen Zinsen muss ja auch eine Immobilie, die ich vorher zu 1% finanziert habe und jetzt zu 4%, genau die Hälfte kosten, damit es sich noch lohnt in der Finanzierung. Jetzt kann man natürlich sagen, für das Doppelte hätte ich das Haus damals wahrscheinlich nicht gekauft. Aber jetzt,
da ich mir natürlich erhoffe. Trotzdem sage ich, ich gehe nicht zu groß ins Risiko. Nach 10 Jahren hoffe ich, dass die Zinsen ein bisschen niedriger sind. Vielleicht bei 2, vielleicht bei 3%. Aber bis dahin habe ich schon mal einen gewissen Betrag abgezahlt, habe das Haus neu vermietet. Und wenn man jetzt die 10 Euro den Quadratmeter annimmt, dann muss man natürlich sagen, dann komme ich hier mit der Neuvermietung. Eine Wohnung, sage ich jetzt mal, ist noch ein bisschen unter Marktwert vermietet, vielleicht für 7, 8 Euro. Und dann habe ich aber noch eine Garage, die behält noch der alte Mieter, Verkäufer, Entschuldigung, und der wird Mieter in einer kleinen Wohnung. Und zusammen, wenn ich da die 10 Euro annehme, sind das nochmal 80 im Monat für die Garage mitten in der Innenstadt, auch kein zu schlechter Wert. Und dann kommt man auf sage und schreibe einen Kaufpreisfaktor von 11,8 und circa 8,5% Rendite. Da muss man wirklich sagen, für Osnabrück Innenstadt bei einer 100% Finanzierung, 4,1% Zinsen, da ist natürlich was übrig. Da kann auch ein Cashflow bei übrig bleiben. Und so kann ich auf jeden Fall sagen, kann man im aktuellen Markt noch Immobilien kaufen und auf jeden Fall einen guten Deal machen. Jetzt ist einfach nur die Frage, wer bringt den aktuellen Eigentümer das bei, die wirklich verkaufen wollen, dass ihr Haus nicht das wert ist. Weil jeder, der sein Haus verkaufen möchte, geht natürlich auf ImmoScout, geht auf die Portale, schaut sich da die Preise an. Und hinterher muss der Makler die ganze Aufklärungsarbeit leisten und denen erklären, warum die Preise alt sind und aktuell nicht mehr realisierbar sind. Und deswegen dauert das. Deswegen sind aktuell 90% der Angebote im Markt einfach viel zu hoch. Und deswegen musst du, wenn du erfolgreich einkaufen gehen möchtest, da hingehen und sagen, hey, ich zahle hier maximal 30, 40, 50% weniger. Wenn denn so ein hoher Marktpreis gefordert ist. Meistens ist das aber vergebliche Liebesmüh, weil so viel auf einmal mag gar kein Verkäufer runtergehen. Der hat noch die Preise von vor 2 Jahren im Kopf, der sieht noch die aktuellen Marktpreise, die aufgrund von alten Daten basieren und dementsprechend hast du da aus meiner Sicht schlechte Karten. Du kannst natürlich trotzdem bei 100 Leuten anschreiben und überall einen geringen, sagen wir mal, Preis angeben, aber da musst du definitiv einen motivierten Verkäufer haben, der aus irgendeinem Grund jetzt verkaufen möchte, weil er Risiken sieht, weil er wegzieht, weil er geerbt hat oder aus verschiedenen Gründen muss er das verkaufen möchten, damit für dich ein realistischer Preis dabei herumkommt. Ja, das würde ich jetzt mal aus meiner Brille so sagen. Die Preise sind definitiv 50% überzogen zu dem, was dort drin steht. Ich will jetzt gar nicht sagen, und jemand sagt, oh ja, aber das ist ja ein altes Haus, jetzt ist ja nicht so gut im Zustand. Ich würde sagen, das Haus hat einen guten Zustand, hat einen mittleren bis guten Ausbaustandard und ist auf jeden Fall kontinuierlich instand gehalten, hat schon ein neues Dach drauf, hat ein komplett schick ausgebautes Dachgeschoss. Also ich würde definitiv sagen, das gehört hier nicht nur aufgrund des Baujahrs zu dem unteren Preissegment. Dementsprechend würde ich sagen, ist das hier mit Mittel absolut fair bewertet. Es ist kein Neubau, aber der wird mit Sicherheit gerade auch für 5.000 Euro versucht zu verkaufen, den Quadratmeter, was dann ja sich sowieso keiner mehr leisten kann. Also, wenn du aktuell auf der Suche nach Immobilien bist, schau ganz genau, was die Portale anbieten, was sich wirklich für dich rechnet. Und ich bin immer noch der Meinung, wenn es sich rechnet, dann rechnet sich und dann kann man auch in der aktuellen Zeit noch Immobilien kaufen. Ich bin also auch weiterhin auf der Suche. Ich habe hier auf Funchal am Montag noch einen Termin und werde hier eine weitere Wohnung in Funchal kaufen. Wenn du darüber Bescheid wissen möchtest, was ich hier auf Madeira investiere, was ich hier mache, dann abonniere hier unbedingt meinen Kanal, damit du auch über neue Videos immer als Erster informiert wirst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Like da, dann freue ich mich und vor allen Dingen der Algorithmus. Und wenn du noch Fragen hast, bei der Immobilieninvestition, dann schreib mir gerne deine Frage in die Kommentare. Schreib mir gerne davon, was du von diesem Kauf hältst. Ich bin auf jeden Fall ziemlich positiv, ziemlich happy. Klar, ich habe auch schon mal günstige Objekte gekauft mit günstigeren Zinsen, aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Kauf und ich bin sehr happy darüber und dementsprechend von mir beide Daumen hoch. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende. Bis dahin alles Gute, Dennis von Immo Incubator. Ciao!